Okay, dann suchen wir mal weiter nach den Fernsprecherteilen. Da fehlen mir noch 4. Und anschließend besuchen wir Harvey auf seiner Insel. Oder fliegen zu Harveys Insel. So. Oh, Muschel. Jo. Da wäre Nummer 2. Ey, bleib hier. Ey, bleibst du hier? Haut der einfach ab. So. Sorry, Leute, aber ihr bringt mir ein paar Sternis. Da muss man auch mal hart sein. Okay, hier scheint nichts zu sein. Oh, ein Ast. Und das dritte Fernsprecherteil. Sehr schön. Hallo, Gulliver. Noch. Das vierte. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen. Ah, okay, das ist eine Muschel. Na komm, wo ist denn hier noch was? Komm, zeigt euch. Mir fehlt doch nur noch ein Teil. Auch eine Muschel, verdammt. Oh. Alter. Ach, dann nicht. Okay. Das wird jetzt aber keine lange Odyssee, oder? Da habe ich keine Lust drauf. Nur weil er hier mit Verlaub zu doof ist. Und dauernd abhanden geht. Ah, da sind sie ja. Das war das fünfte. Hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain. Was sind sie? Das sind meine Fernsprecherteile. Und her, ihr Süßen. So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Ahoi, Mannschaft. Ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab? Hier sind meine Koordinaten. Oliver Ende. Das sollte reichen. Bist der Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeige mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalt deinen Briefkasten im Auge. Ich schick dir was. Das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei, tragen Kraken überhaupt Socken? Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ha, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. So, sauber, Schiffbrüchiger. Ach nee, hier komm, du kannst ruhig auf meiner Insel rumlaufen. Egal. Oh, Fischi. Komm. Ja, beiß zu. Ja, was ist das? Ein Bitterling. Hä? Ich hab mich doch nach links gedreht. Und beiß schon rein, komm. So ist das schön. Noch ein Bitterling. Habe ich jetzt gerade Unkraut gepflückt? Verdammt.
Jawohl. So, gut, haben wir das auch. Alle Kirschen abgeerntet. Dann will ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen angeln. Zum Beispiel dich. Oder auch nicht. Aha. Verdammt, ja. Toll, dass man nichts sieht. Ärgerlich. Den sieht er nicht, oder? Oder? Jetzt vielleicht? Jo. Komm, das ist lecker. Jawohl. Makrele? Nee, Flussbarsch. Komm, ich brauche, glaube ich, noch einen Fisch für die Bonusmeilen. Also. Komm. So ist er drauf. Ein Anglerfisch. Und war das jetzt der vierte? Ah. Verdammt. Ich dachte, das war schon Nummer 5. Och, dein Ernst jetzt? Oh, du bist Nummer 5. Na, oh, eine Klische. Okay, damit haben wir die Bonusmeilen. Ah, jetzt kommt Hackeholz. Genau. Warte, noch? Jetzt neu. Meilen für Meilen. So komisch das klingt, aber du kannst Meilen sammeln, indem du Meilen sammelst. Ja, okay. Für 200. So, für 200 abgeschlossene Herausforderungen nenne ich es jetzt mal, ne? Wahrscheinlich, okay. Alles klärchen. Dann will ich jetzt mal gucken, wie ist denn das, wenn ich Harvey besuchen will? Das steht ja noch auf meiner To-Do-Liste. Hallo, Bodo. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Wo möchtest du hin? Zu Harveys Insel. Was? Oh, ach so. Du meinst die Insel, auf der Harvey lebt? Ja, genau. Hast du, was du brauchst? Ich hoffe ja, dass ich mir das im Zweifelsfall danach kaufen kann. Udo. Alles startklar. Und ab geht der Fisch. Iho. Ja, runter kommen sowieso alle. Over. Okay. Schön, dass wir das geklärt haben. Hallo, Harvey. Ey, Keule. Freut mich ja, dich so flott wiederzusehen. Wir saßen ja im selben Flieger hierher. Das sind ja quasi schon alte Gefährten. Klar, dass ich mich freue. Warte mal kurz. Das war doch heute unser letztes Gespräch, oder? Oder habe ich seither bloß gepennt? Naja, also jedenfalls willkommen auf Harveys Insel.
Ich habe hier ja ein Fotostudio, falls du es noch weißt. Woher soll ich das wissen? Heißt Fotopia, der traute Schuppen. Wie Utopia, kapiert? Das ist sowas wie ein super tolles Paradies und so. Alter, voll der Hippie-Hund. Jedenfalls gibt's nirgendwo besseren Fotoservice als bei mir. Steckt mal das Näschen rein, ja? Wäre cool. Okay, Moment. Aha. So. Okay. Ich dachte, ich hätte was gehört. Utopia ist schon was Feines, oder? Für mich ist der Laden fast noch heimeliger als daheim. Wobei, im Moment bin ich ja im Utopia daheim, von daher. Aber hör mal, wollen wir deinen Besuch nicht feiern? Mit einem kleinen Bildchen? Und wenn ich dir was zum Studio erklären soll, gib einfach laut. Oder gib leise, ich höre ja gut. Na, dann los. Klasse, bei Knipsfragen bin ich der Hund vom Fach. Also, auf drei Sachen kommt es beim Knipsen besonders an. Kulisse, Komparsen und Klamotte. Schnöder ausgedrückt, bau eine hübsche Szene, lad deine Leute ein und zieh ihnen was Flottes an. Der Rest läuft dann sowas von easy, du glaubst es nicht. Ist halt der Fotopia-Faktor, wie ich so nenne. Soll ich dir Kulisse, Komparsen oder Klamotten genauer erklären? Oder vielleicht das Knipsen selbst? Oh Gott. Okay, gucken wir mal, was das wird. Mhm. Dann bin ich zu Hause, okay? Look Shopping, einen Spezialvertrag zum Möbel mieten. Alles, was in deinem Katalog ist, kannst du hier als Kulisse nutzen. Okay. Mhm. Ich darf mal anschauen, was meinst du? Okay. Ja, komm, dann machen wir weiter im Text. Bis zu 10 Komparsen kannst du ins selbe Bild packen. Okay. Promi-Agentur und so. Falls du ein Amiibo eines Animal Crossing-Charakters hast, damit kann ich überhaupt nicht dienen, kannst du damit jemanden einladen. Okay. Und dann hängt sein Amiibo auf den NFC-Kontaktpunkt. Da. Ein Komparsen aus, zeig ihm mit ZR die Pose. Und das war's. Gut. Die Klamotten. Was fehlt da noch zum Glück? Erraten, schöner Zwiern. Damit er nicht aussieht wie im Wald ausgesetzt, kannst du hier über Nook Shopping Kleider ausleihen. Alles, was in deinem Katalog steht, kann ruckzuck für deinen Shoot ausgeliehen werden, so wie Möbel. Und nicht nur du kannst die Sachen tragen, sondern auch die anderen Leute im Bild. Ganz fast. Hm, manche Leute nehmen bestimmte Kleider auch einfach ab, Geschmäcker und so. Und das war's. Okay. Das Knipsen selbst. Ja, erstmal kannst du... Ich weiß gar nicht, wie heißt die Taste? Keine Ahnung, auf deinem Controller drücken. Bewusst, yep, gut. Aber dann gibt es ja noch die Kamera-App auf dem Nokia. Damit geht's auch. Die Kamera-App ist aber nicht verfügbar, wenn du gerade Sachen mit Steuerkreuz runterbewegst. Okay? Pfoten voll und Fotos machen, das geht eben schlecht. Hinterher ist die Kamera aber wieder verfügbar. Bei beiden Knipsmethoden werden deine Bilder aber am selben Ort gespeichert. Und zwar im Album der Konsole. Okay. Wenn du die Kamera-App benutzt, kannst du mit A deine Komparsen posieren lassen.
Hm? Dann fragen wir besser nochmal über Komparsen aus. Gut. Na, das war's dann. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay. Ja, gut. Ist jetzt ja... Oh. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht werde ich es mal nutzen, aber generell... Aber mehr kann man hier auf der Insel auch nicht machen, ne? Ja, hier kommt man ja nicht über Zäune oder sonst irgendwas. Da kommt man hier irgendwo doch vorbei. Nee. Werkzeug kann ich auch nicht anwählen. Oh, gut. Dann, Udo. Zurück geht's. Creme Brûlée an Tiramisu. Bereits zum Abflug? Jo. Aber so was von. Einsteigen, anschnallen und jegliches Gefühl von Übelkeit unterdrücken. Vor allen Dingen kriegen wir hin. Okay, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt mehr drunter vorgestellt. Gut, ne, wie gesagt, ein Fotostudio, ja, nice to have. Aber für mich ist das jetzt, glaube ich, nicht so was, was ich wirklich benutzen werde. Wie gesagt, vielleicht ein, zwei Mal so zum Testen und alles. Aber, nee. Sonst eher nicht. So, Moment, was haben wir hier? Nochmal ein paar Sachen verticken. Soll ich noch etwas über die Verkaufskiste verkaufen? Jo, Logan. Und zwar, das, den Bitterling und die Fische. So, verkaufen. Sehr schön. Dann, jetzt überlege ich gerade, was haben wir denn noch? Hier noch irgendwas? Na, eine Sache müsste ich noch herstellen, dann hätte ich die Meilen. Brauche ich denn gerade irgendwas? Mal gucken. Etwas herstellen. Axt habe ich. Also Werkzeug habe ich ja noch alles. Ja, so ein Holzspiegel. Oh, 5 Holz und ein Eisenerz. Steinhocker. Voll toll. Steintisch. Ringwurfspiel im Waschbottich. Dreimal Weichholz. Ah, mal gucken. Vielleicht. Efeu Topfpflanze. Wo hab ich die denn her? Recyclingstiefel. Eine Ocarina. Da könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ah, dann nehmen wir eine Ocarina. Dafür brauche ich, was war das? 5 Lehm. Okay. Mal gucken, was ich da an Tolles drauf spielen kann. Lehm. Wo ist denn wohl Lehm? Da ist Lehm. Etwas herstellen. Die Ocarina. Oh yeah. Nee, das war's. So, damit habe ich auch das eine Bonusprogramm abgeschlossen. Fange eine Stinkwanze. Oh, irgendwann werde ich das. Da. Ausrüsten, platzieren, ausrüsten.
Okay. Kann man irgendwie den... Nee, der hält einfach den Ton, wenn ich A drücke. Tja, ich jetzt die Frage, kann man da vielleicht irgendwie eine Melodie nachspielen? Ich habe keine Ahnung. Ich will es nicht ausschließen, ne? Wer weiß, vielleicht grabe ich hier irgendwann dem, hier so ein Notenblatt aus. Man weiß es ja nicht. So, mal gucken, ob Tom noch irgendwas für uns hat. Irgendwas anscheinend ja. Hallo, hallo. Vielleicht hast du schon in der Durchsage gehört, aber ich biete einen Kurs zum Umgestalten an. Ach, stimmt. Wenn du diese Fertigkeit meisterst, macht das Basteln gleich noch mehr Spaß. Schau es dir mal an. Stimmt, da war ja was. Was darf sein? Was liegt an? Oh Gott. Ach, einmal Einweihung feiern. Hm, hast du Lust? Aber auf jeden, Alter. Lasst uns anfangen. Also dann. Die Brücke wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke, vielen Dank. Ich denke, diese neue Brücke ist ein Meilenstein in der Entwicklung unserer einst zu verlassenen Insel. Ich hoffe, wir werden auch weiterhin neue Brücken schlagen zum Wohle dieser wundervollen Insel. Bestimmt. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, die Taste zu drücken. Wie heißt die Taste? Schreibt das mal in die Kommentare. In diesem Sinne, die Brücke sowie Tropical verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Yay! Ich danke euch allen. Damit wäre die Feier beendet. Bitte gedacht auf dem Heimweg. War ja nur eine Brücke. Dann. Blablabla. Der Bastelkurs. Bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgestalten zu betreten, Basti? Aber mit Vergnügen. So gefällt mir das. Fangen wir gleich an. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist alles umgestalten? Nur färben, oder? Fangen am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Dann gestaltest du das Item an einer Werkbank um. Schon hat es ein neues Design oder eine neue Farbe. Wie sagt man noch gleich? Probieren geht über Studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel in dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Items zum Verstauen von Kleidung, Schränke, Truhen und so weiter sind sehr nützlich. Ja, ja. An ihnen kannst du in jedes Kleidungsstück schlüpfen, das sich zu Hause in deinem Lager befindet. Deinem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau, was Tropical ausmacht, ja? Yo, Baby. Nein, lass sie dir rasch zukommen. Alles klar, Keule. Dann schick sie mir mal. Das wäre erledigt. Und dann bitte wieder, sobald du einen Holzschrank angefertigt hast, ja? Okay. Dann schauen wir mal. Fumm. Da, Holzschrank. Ich brauche Holz. Ist ja einfach. Okay, 12 Holz. 12 Holz, 12 Holz, 12 Holz. Holen wir die mal kurz von zu Hause. Holz. Oh. Ja,
passt genau. Was habe ich hier noch drin? Lehm. Das kann erstmal ins Lager. Dit ins Lager. Jo. Gut. Alles klar. Dann bauen wir mal einen Holzschrank. Du sollst etwas herstellen. Ah, halt. Da ist er. Jo. Der Holzschrank ist fertig. Alles klar. Dann zurück zu Tom. Oh, Keule, ich hab was für dich. Ich hoffe, du hast auch was für mich. Der Bastelkurs. Sieh, du hast deinen Holzschrank dabei. Ich hab mir unter den Arm geklemmt, ne? Dann ist es jetzt an der Zeit für dich, ihn umzugestalten. Du erhältst gleich die notwendigen Umgestaltungssets von mir. Stell dich bitte zunächst an die Werkbank. Okay. Also, dein Holzschrank ist bereit, hm? Ich habe noch nicht gefragt, aber ich denke es. Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgestalten zu beginnen. Hier sind zunächst einmal ein paar Umgestaltungssets für dich, Basti. Ganz umsonst? Unglaublich. Hol einfach deinen Holzschrank raus und probiere das Umgestalten an ihm aus. Aha. So. Weißes Holz. Aha. Kirschholz. Hm? Dunkles Holz. Na. Kirsch oder? Nee, eher dunkles Holz. Hm? Der Holzschrank wurde umgestaltet. Yeah! Wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltungssets und eine Werkbank hat. Die übrigen Sets kannst du ruhig behalten. Nutze sie für dein nächstes Umgestaltungsprojekt, ja? Oh, ein Ding, Alter. Da du den Kurs damit abgeschlossen hast, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Herauszufinden, welche Items du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Mal gucken. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zur Umgestaltung angelangt. Ein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Bestimmt. Nun mach erstmal eine Pause. Du hast sie dir verdient. Das finde ich auch, Alter. Okay, dann will ich noch mal kurz gucken und ein bisschen Geld einzahlen. Ach ne, ich habe 3000. Okay, das langt. Dann genug Meilen. Mal gucken, ob wir, ist da irgendwas Tolles? Nokia Gestaltungskit. Was ist das? Ein Bausatz, mit dem sich die Hülle des Nukias in einer Werkbank bearbeiten lässt. Hm. App Designs erhält professionelle Designfunktionen. Eisenzaun, Strohzaun. Hm. Ja. Ist jetzt ja nicht so. Nee. Nee. Den lassen wir dort. Du, du, du.